Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Team Hospital. Ich wollte gerade sagen, Harvest Moon Back to Nature, aber nein, das ist es nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im nächsten Level. Wir haben im letzten Part schon unser zweites Krankenhaus erfolgreich geführt. Nach einem Jahr konnten wir denn das Krankenhaus wieder verlassen. Wir bleiben nicht lange an einer Arbeitsstelle, habe ich das Gefühl. Aber okay. Jetzt zum dritten Krankenhaus. Ihr Krankenhaus ist in einem wohlhabenden Viertel. Der Gesundheitsminister schaut Ihnen über die Schulter, ob Sie auch genügend Profit machen. Sie brauchen einen guten Ruf, aber wenn die Klinik richtig läuft, müssen Sie so viel Geld scheffen wie eben möglich. Es besteht die Möglichkeit, dass Notfälle eintreffen. Das ist der Fall, wenn zur gleichen Zeit viele Leute mit derselben Krankheit erscheinen. Behandeln Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitlimits, dann verbessert sich Ihr Ruf. Und Sie bekommen einen Bonus. Die Schmalzstimme kann auftreten und Sie brauchen Geld für einen OP. Mit einer Station verdienen Sie 20.000 D-Mark, um das Level zu schaffen. Ein bisschen blöd gerade geschrieben, aber okay. Und gehen wir dann mal weiter hier. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. So, fangen wir. Hier brauchen wir auch wieder, also ich sag's mal so, dass wir zwei Allgemeinmedizin hatten im letzten Part, im letzten Krankenhaus. War auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Weil so mussten die Patienten nicht sehr lange warten, konnten auch sehr relativ schnell durchgewunken werden mit ihrem ganzen Kram. Sowas nennt man Arbeitsproduktivität steigern. Hier wird es wahrscheinlich nicht so einfach laufen. Warum auch? Eine Pharmatheke. Ja. Nein. Muss schon ein zweiter hoch. Darauf bestehe ich ja denn doch schon. Und wie schon vornherein gesagt, es können Notfälle auftreten. Den einen oder anderen Notfall werden wir auch annehmen. Die werden mit der Zeit, das muss ich dazu sagen, die werden mit der Zeit immer fieser, die Notfälle. Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht, Entschuldigung. Weil erst hat man so, ach ja, hier einen mit Erkältung. 3 Stück heiße Erkältung. Klar, kann man sagen. Da sagt man, klar, mache ich. Weil das Zeitlimit relativ schnell echt umgeht. Manchmal ist das echt knapp bemessen. Und dann kommt da sowas wie, ja, da haben sie mal so 7 für die Entlüfteranlage. Zieht euch das rein. Freut euch. Und dann denkt man sich so, nein. Das ist voll hardcore. Will ich nicht. Dann kriegt man zwar so 7.000, aber wenn sie euch denn sterben, ist halt auch doof, weil das denn mit zu der Sterberate zählt. Und dann kriegt er halt diesen Bonus von 10.000 nicht mehr, was sehr schade wäre. Komm schon. Ach, diesmal kriegen sie kein Billett. Ach, was sollen die denn mit Fernseher? Ich wollte Sofas. Ja, 4 brauche ich eigentlich nicht, aber ist egal. Das Geld verschwindet ja so gesehen nicht. Jetzt noch die Entlüfteranlage. Wo ist sie denn? Hier. Die passt da sehr hübsch rein. Also man kann das Krankenhaus immer so bauen, wie es will, wie man will. Ich baue das jedes Mal anders. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, hier eine kommt schon, sagt schon, eine Station hingebaut. Hier kommt ein Getränkedings hin, hier kommt ein Getränkedings hin. Hier kommt ein Getränkedings hin. Und hier. Und ja, machen wir es noch hier eins. Man muss es ja nicht arg übertreiben. Die Rezeption schön nach vorne. Und dann können wir jetzt hier schon mal alles voll basteln. Nein! Verdammt! Schon wieder daneben. Dich brauche ich nicht. Jetzt brauchen wir erstmal nur Bänke.
Sieht ein bisschen seltsam aus, aber Hauptsache, die können da sitzen. Ich finde das doof, dass man immer nur so 9 Stück machen kann. Damit kommt man echt nicht weit. Das ist immer so ein bisschen tricky. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Also bei mir frieren die sich immer zu Tode. Ich weiß nicht wieso, aber ist egal. Ich meine, bis jetzt ist noch keiner erfroren. Die beschweren sich halt dann immer nur so. Hä, es ist viel zu kalt und so. Da denke ich mir so, ja gut, dann zieh dich doch wärmer an. Du bist in einem Krankenhaus, Mann. Stell dich nicht an. Oh, wir haben nur eine. Und das ist die perfekte Frau. Dann können wir ja schon mal weitergehen. Dann ist das Krankenhaus schon mal durch. Dann nehmen wir das. Wir brauchen noch die Allgemeindiagnose. Die ja schon mal sehr passend. Mit dem typischen Schnickschnack. Eigentlich könnte man auf diesen Schnickschnack auch verzichten. So ist es nicht. Aber ich bilde mir halt immer ganz gerne ein, dass es was bringt, wenn ich da noch so ein bisschen Schnickschnack rein tue. Toiletten sind wichtig. Dazu muss man sagen, das ist auch sehr kundenfreundlich. Das ist nicht nur irgendeine Toilette, das sind Unisex-Toiletten. So viel Zeit muss sein. Das sind Unisex-Toiletten. Die Station brauchen wir noch. Die hätte ich schon wieder beinahe vergessen. Ja, naja. Die klebt aber ganz schön nah an den Toiletten dran, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, ich brauche nur 2 Betten. Bim. Die Pflanze mitten im Weg? Naja, was heißt mitten im Weg? Können hier nochmal so das, die Sache machen mit den 4 Pflanzen. Weil hier vorne darf ich eh keine hinstellen. Wir können aber hier noch 2 hinstellen. Dann haben wir... Nein, verdammt! Ach Gott, irgendwann lerne ich noch. Komm schon. Also wir brauchen noch 2, 3. 1, 2, 3, bin genau. Und dann ist das hier im Prinzip auch soweit fertig. Dann müssen wir uns trotzdem noch so einen ganz kleinen, weil hier kommt, wollte ich denn den OP, den wir dann irgendwann mal haben werden, einstellen. Wo ist er denn? Nehmen wir das kleine Räumchen. Das Gute ist, wir können dann gleich reinzoomen. Bitte im Krankenhaus nicht rauchen. Ja, Rauchen ist ungesund, meine Freunde. Hier bauen wir schon mal vorsichtshalber eine Toilette rein. Einfach, weil wir werden wieder sowas wie die Spitzzüngigkeit haben. Wir werden wieder die Cardio-Abteilung bekommen. Das heißt, wir bauen uns wieder mittlerweile auch immer wieder was auf. Alles muss immer wieder von vorne erforscht werden, nur später auch. Bitte? Irgendwann später in den späteren Krankenhäusern werden manche Sachen werden von Natur aus denn da sein. Irgendwann haben wir denn mal die Spitzzungenabteilung. Hahaha! Unser erster Chirurg. Du kannst gleich mal da bleiben. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. Irgendwann wird die Spitzungenreibe automatisch zu unserem Inventar gehören.
Aber halt in den Anfangsstadien halt noch nicht. Da müsste das alles wieder erforscht werden. Und eigentlich bin ich genau deswegen hier gerade auf der Suche. Ein Psychiater. Komm schon, runter mit dir. Stell dich nicht so an. Da ist doch die Socke, die ich haben will. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir mal 6. Hier kommt denn. Ja, wusste ich doch. Bei manchen Türen kann man das halt nicht so Die machen. Patienten werden gebeten, ihre Bazillen für sich zu behalten. Dafür wäre ich dankbar. Die kleinen Bazillen schleudern hier. Haben wir noch einen Chirurg? Haben wir noch einen Chirurg? Nein! Na gut, dann nehmen wir aber noch den zweiten Psychiater mit. Der kann nicht schaden. Dann haben wir zwei Psychiater und dann noch einer von den Dings. Okay, da haben wir erst angefangen. Ihr Kontostand ist dann verdammt niedrig, aber wir können rein theoretisch, können wir noch. So mache ich das immer für jeden Raum, den ich erstelle, wie zum Beispiel den Erlüftraum oder die Dings, kommt denn halt ein neuer Arzt dazu. Ja! Ich weiß, ich drücke die. Das ist eigentlich nur eine Trompetenfanfare, die drücke ich immer weg. Einfach, weil ich dann immer so ganz schnell. Verdammt, kein Chirurg. Wieder die Zeit kurz machen will, beziehungsweise verlangsamen möchte. Weil es kann echt passieren, dass ihr seid dann im dritten Tag oder so und dann sind schon die besten, dann sind zum Beispiel schon die Chirurgen weg, weil eure Konkurrenz hat natürlich auch ein Krankenhaus eröffnet und natürlich brauchen die auch Ärzte und die können euch die echt wegkaufen. Ihr seht das zwar nicht, aber mit der Zeit seht ihr dann, wie hier so, dann sind nur noch fünf da, hier sind nur noch dann sechs da oder so. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, mein Kontostand ist beängstigend. Da sieht er jetzt ins 8. Ne. Solange ich keinen OP bauen kann, werde ich auch nicht einen weiteren Arzt einstellen. Da habe ich keinen Bock drauf. Bitte zur Standarddiagnose. Was guckt ihr denn alle da hinten rum? Wir sollten da nach oben, meine Freunde. Also echt jetzt. Macht euch doch mal da weg. Ihr könnt zum Beispiel hier auch so ein bisschen bei denen einstellen. Der ist jetzt mehr für Dreck oder so. Aber eigentlich bringt das auch In die nichts. Allgemeinmedizin. Ah, ist das knapp. Komm schon, ein Chirurg, ein Chirurg, ein Chirurg. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Naja, gut. Drehen wir mal die Heizung auf. Ja, am Anfang dauert das immer so ein bisschen, bis es zum Laufen kommt. Kaum ein Patient muss stehen. Die Patienten danken ihm. Ja, es ist ja auch kaum jemand da. Wer soll denn da stehen, bitteschön? Fernsehfieber hatten wir schon. Kennen wir schon. Knackenbacken. Können wir nicht heilen. Knackenbacken, Ursachen, das Zerbeißen von Eiswürfeln in Getränken, Symptome, Schmerzen und häufige Besuche auf der Toilette. Therapie, zwei Chirurgen entfernen das Knacken, ohne die Wände der Backen zu berühren. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Heiße Rippchen, Ursachen sitzen auf heißem Stein. Symptome, unangenehmes, warmes Gefühl im Brustkorb. Therapie, die heißen Rippchen werden von zwei Chirurgen entfernt und aufgegessen. Aber solange wir halt, oh, verdammt. Solange wir halt noch kein OP haben, bringt uns das einfach nichts. Da können wir die einfach nicht heilen. Wir haben weder ein OP noch haben wir einen Chirurgen. Muss man dazu sagen.
Habe ich nicht. Der hat Schmalzstimme zu 88%. Der hält sich für Elvis, der Vogel. Heiße Erkältung. Ja, komm. Ein VIP, der Bürgermeister von Rosenburg, ob der der Bürgermeister von Rosenburg, ob der Zauber möchte, dem Krankenhaus einen Besuch Wichtigste Anfrage. abstatten. Patienten mit heißer Erkältung im Anmarsch. Ja doch, Schmalzstimme, komm schon. Reiß dich zusammen. Da seht ihr, die haben hier so ein Leuchten auf dem Kopf und da unten seht ihr auch so eine kleine Uhr. Wenn die zu ist, wenn die rot ist, dann ist die Zeit abgelaufen und wenn ich Pech habe und da sind dann noch so ein paar Leute davon, dann sterben die einfach mal so weg. Ohne Witz. Dann gehen die in die Ecke, fallen um und dann fahren sie zum Himmel auf. Ich krieg einfach keinen Chirurgen. Ich will einen guten Chirurgen und nicht so eine 0815 Backe. Was soll das denn? Achtung, wir haben einen VIP im Gebäude. Ja, so sieht's so aus. Wo ist er denn? Da ist er. Eigentlich ist es immer sinnvoll, das kann ich euch sagen, um die Laufzeit zu verkürzen. Die Sachen, wo wirklich Notfälle Arzt für die auftreten Allgemeinmedizin. können, Eine Schwester auf die Station, wie bitte. zum Beispiel die Ein Arzt für die Pharmatheke, ach Allgemeinmedizin. du Schande, Wir entschuldigen uns für die den Müll. Psychiatrie oder den Entlüftungsraum, so nah wie möglich denn hier an unserem, ach Gott, an unserem Landeplatz zu Wir stellen. entschuldigen uns für den Müll. Weil das macht dann halt wirklich am meisten Sinn. Der war grob und beleidigend und aggressiv, so einen möchten wir nicht in unserer. Ach, du Schande. Haben wir eigentlich schon hier wegen mit Spitzenreihe? Loyal und freundlich. Eine Haha, da ist Schwester in er. die Pharmatheke, bitte. Sehr schön. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Oh, habt ihr Dormitor in gesehen? die Psychiatrie, bitte. Da war der. Schlafkrankheit hatten wir schon. Knackenbacken. Wir entschuldigen Saumagen uns. hatten wir auch schon. Ach, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wir können aber schon mal die Spitzungabteilung basteln. Weil das Geld haben wir da. Irgendwann werden schon so Leute kommen. Außerdem wird es dann auch gleich heißen, sie haben zu viele Ärzte. Und dann denke ich mir so, nein, habe ich nicht. Aber trotzdem werden die das sagen. Die werden das einfach so behaupten. Und dann kann ich nichts dagegen machen. Ach, Gott sei Dank. Ja, mein Grundstand ist beängstigend niedrigend. Gott, was macht denn hier diese Pfeife an Forschung? Lass mal die Behandlungsmappe angucken. Hier, forsch jetzt, damit wir wenigstens den OP bekommen. Ah, noch einer. Und ich kann ihn hier ein. Ich habe ihn doch noch gekriegt. Hahaha. Ja, ich weiß, ich habe zu viele Ärzte, aber am Ende wird es dann halt so sein. Ich habe denn hier zwei Ärzte im OP und dann suche ich die anderen und dann fehlen mir die irgendwo. Bim, 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 was los? Jukus Pokus. Könnten wir hinten, könnten wir schaffen. Durchfall hatten wir schon. Das nennen hier nach dem Besuch in ihrem Krankenhaus, bemerkte der Bürgermeister Wichtige von Durchsage. Rosenburg, ob der Patienten Zauber. bitte Jokuskuchen treffen. Das nenne ich ein Krankenhaus. Ihm wurde ein Bonus in Höhe von 2000 gewährt. Ihr Ruf hat sich gebessert. Also ich muss sagen, so fünf Leute sind echt das Maximum an Gitter. Verdammt. Ja, doch. Ich brauche doch erstmal das Geld, bevor ich überhaupt irgendwas bauen kann. Machen wir gleich 10.000, weil bis ich denn das jetzt gebaut habe, ist schon wieder der November um. Wo ist das denn? Hier.
Jetzt kommen zwei Ärzte, zwei Chirurgen bitte in den OP. Kann ich jetzt? Eins, zwei. Seht ihr, jetzt ist schon nämlich Dezember. Wir haben im Januar. Wir haben 5 Patienten gerettet. Hahaha. Wir haben im November, wenn ihr mal so gesehen habt, im November hatten wir noch. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Da ist es nämlich. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Wo bin ich denn? Platz 6. Naja, gut. Ich habe mich um 1 verbessert. Wir haben immer noch keine keine Sterbenden. Ha! Meisten Besucher. Wir haben schon 26 geheilt. Klar, wir haben kein Geld. Das war natürlich klar. Haben wir nie. Unser Ruf. Was soll's. So, darf ich jetzt auch mal? Dankeschön. Die müssen elend erstmal. So, wenn ihr dieses Geräusch gehört habt, dann muss ich euch leider sagen, uns ist ein Patient verreckt. Wir hatten unseren ersten Toten. Okay, das funktioniert hier schon mal nicht. Der erste ist tot. Tja. Er wird nicht der erste sein. Aber zum Glück ist er jetzt erst im Januar gestorben. So, dass wir wenigstens noch die Prämie einsacken konnten. Hatte auch was. Hallo. Nimmst du? Nimmst du nicht? Geht doch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche nur 5. Dann sind die schön in der Mitte und dann ist das Gebäude auf jeden Fall gut ausgefüllt. Sie haben gerade ihren ersten Patienten um die Ecke gebracht. Ich weiß. Was ist passiert? Spitzzüngigkeit. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Was ist denn los? Da kommt schon der erste Arzt. Wir entschuldigen uns für den Müll. Immer wieder Spitzzüngigkeit, aber das kennen wir schon. Hallo! Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wo bleibt der zweite Chirurg? Hier ist nur einer drin. Bist du nicht Chirurg? Ein Arzt in die ich kann die auch so nehmen und positionieren. So, da sind unsere zwei Chirurgen. Madame zieht sich um. Fummel, 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 fummel. Und sie ist geheilt. Wir können auf jeden Fall unseren Kredit komplett zurückzahlen. Sie haben zu viele Ärzte. Was du nicht sagst. Ich habe überhaupt nicht so viele Ärzte. Wenn ihr mal so guckt, ich habe hier nur eine Allgemeinmedizin ist drin. Komm, du musst nicht warten. Verdammt, du musst warten. Wieso gehst du denn nicht in die Allgemeinmedizin, Vogel? Eine Schwester auf die Station, bitte. Also manchmal machen die mich echt ein bisschen wahnsinnig, ne? Saumagen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ja, warum nicht? Wichtige Durchsage. Spitzzüngigkeit, ja. Sehr schön. Ein VIP. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Zwei Chirurgen. Verdammt! Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Daneben gehauen. Ja. Ein Arzt in die Spitzzüngigkeit, ich hab's begriffen. Ein Arzt und du hast die Schmalzunge. Schmalstimme, so rum. Nicht die Schmalzunge. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Da könnt ihr auch so schön die Warteschlange sehen. Wenn ihr überlegt, also die. Ein Arzt bitte zur die Pharmatheke ist schon mal sehr schlecht auf jeden Fall positioniert.
Also bei 5 Leuten ist das schon echt. Na. Weißt du was? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Bam, gefeuert, erstmal geklatscht. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Aufgeblasenheit kennen wir auch schon. In die Allgemeinmedizin. Der geht's gut. Der geht's gut. Ja, haha. So will ich das hören. Ich will nur Gejubel hören hier. Geht doch. Und 5 von 5 Patienten gerettet. Was war eigentlich nochmal meine Aufgabe? Das haben wir. Haben wir alles. Okay, ich brauchte diesmal nicht sehr viel zu machen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Mein Ruf steigt. Ja. Und immer zu bestimmten Intervallen kommt dann immer so diese Anfrage. Hey, Gott, ich hasse euch Hausdinger, ne? Doktor in die Psychiatrie. Ich glaube, alle 3 in jedem Quartal oder so, ich weiß gar nicht, wie der Intervall ist, kommt denn, hat man denn die Möglichkeit, wirklich aufzusteigen? Ich glaube, so ab Juni oder Juli nochmal, wenn alles gut läuft, könnte ich wieder so eine Anfrage bekommen, hey, wollen Sie nicht ins nächste Krankenhaus und somit ins nächste Level aufsteigen? Yay. Ein Arzt bitte in die Entlüftungsanlage, bitte. Ich bin der Beste. Oh mein Gott. Voll gut. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Sie haben zu viele Ärzte. Hab ich gar nicht. Ich will doch nur, dass nicht die Leute warten. Hier, da ist zum Beispiel kein Psychiater drin. Wieso ist da kein Psychiater? Oh nein, der zweite Tote. Ja. Ah, wir können jetzt auch die Leute röntgen. Bim, 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 bim. Medikamentenforschung ist immer gut. Und die Verbesserungen sind immer gut. Ich glaube, Medikamentenforschung, Verbesserungen werden niemals enden. Die werden niemals fertig. Hallo, Maika. Hervorragend. Sie haben Ihr Krankenhaus fantastisch geleitet. Möchten Sie auf der Karriereleiter nach oben klettern? Es wird ein größeres Projekt sein, aber wir glauben, dass Sie genau der Richtige für diesen Job sind. Sie bekommen 14.150 D-Mark. Sind Sie an einer Stelle in Ohmelstadt am Meerkrankenhaus interessiert? Ja. Aber bitte doch. Ein Passwort? Bald haben wir schon, kommen wir in den gelben Bereich. Okay, es ist ein neues Level, das heißt, wir beenden wieder diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Kommentiert fleißig, gebt fleißig Likes, guckt euch auch meine anderen Let's Plays an. Falls ihr Lust habt, guckt auch mal bei Twitch vorbei. Ich bin immer samstags ab 18 Uhr auf Twitch zu finden. Natürlich gibt es dann auch With Me und ich habe sogar einen Discord-Server. Alles natürlich unten verlinkt. Wenn nicht, guckt bei Twitch, da kann man auf jeden Fall, wird es einer aus dem Chat euch garantiert sagen, wie er zu wohin kommt. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.